Hallo und herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo. Das Thema, was wir heute vorstellen, ist die Ständegesellschaft im Mittelalter. In diesem Video beantworten wir folgende Fragen: Welche Stände gibt es? Was sind die Aufgaben der verschiedenen Stände? Wie viele Stände gibt es? Und wer ist in den Ständen? Die oberste Schicht der Gesellschaft besteht aus Geistlichen, auch Klerus genannt. Geistliche erhalten eine kirchliche Weihe und stehen somit im Dienst der Kirche. Ihr Oberhaupt war der Papst in Rom. Der Klerus war oft gebildet und konnte lesen und schreiben. Die Aufgaben eines Klerus sind es, zu beten und Bücher zu übersetzen und für die Regeleinhaltung der Kirche zu sorgen. Es sind ungefähr 5% der Bevölkerung. Die mittlere Schicht der Gesellschaft besteht aus dem Adel. Sie werden in ihren gesellschaftlichen Stand hineingeboren. Die Aufgabe des Adels ist es, die Bauern zu schützen. Außerdem können Adelige noch ein Klerus werden, weil sie gebildet sind. Es sind ungefähr 5% der Bevölkerung. Die unterste Schicht besteht aus Bauern und Sozialverachteten. Die Sozialverachteten sind Tagelöhner, Arme, fahrendes Volk, Henker und Totengräber und auch zum Teil die Juden. Sie galten als Außenseiter. Außerdem waren 90% der Bevölkerung Bauern. Bauern konnten nicht von ihrem Stand aufsteigen. Das Fazit ist, dass die Ständegesellschaft nicht die beste Form der Gesellschaft ist, da wenige Menschen viel Macht über andere hatten. Das war unser Erklärvideo zur Ständegesellschaft. Wir hoffen, es hat euch gefallen.